Und es geht direkt weiter mit Resident Evil Revelations. Ohne große Pause zu machen. Alles, jetzt kommt die Story-Folge. Das ist eine blöde Kuh schon wieder. Der sieht damals scheiße aus. Wo ist denn Peace Parker? Sind wir in der Hölle? Ja. Man nennt sie Terra Grigia. Oh, oh, oh. Schon so ein bisschen entspannter hingesetzt und mir dachte, oh, cool, das ist ein bisschen sorry, jetzt kann man ein bisschen entspannen so. Hier ist nichts mehr zu retten. Ja, wir müssen zum Kommandoraum. Wir sind auch Hunter. Schnell, sonst ist das HQ fertig. Ja, der musste sterben, war so ein Ehrenboot jetzt hier. Arsch. Da war keine Munition mehr. Aber ich kann zurückklicken. Ich heile mich mal lieber. Commissioner Lansdale hatte recht. Ja, der Boss wollte den Geltungsbereich der FBC immer erweitern. Genau vor dem hier hat er die Welt immer gewarnt. Durch diesen Vorfall machte die Krise Schlagzeilen. Ja, gut schon, oder? Könnte gute Werbung sein. Rosa Walkie-Talkie hier. Ja. Vielleicht begreift die internationale Gemeinschaft es dann. Der die FBC braucht noch viel mehr Einfluss. Die Strumpfhose, Mensch. Schick, schick. Schick, 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 schick. Verdammt! Verdammte Dinger! Raymond! Jessica, hilf ihm! Okay. Ich wollte sagen, hey Raymond, lebt er wieder, aber ich bin in der Vergangenheit. Wir nehmen einfach kein Ende. Um dem Kadetten zu helfen, müssen wir sie loswerden. Den Kadetten. Ja. Der letzte. Ja, es geht mir gut. Du bist schwer verletzt. Also tu nicht so. Gut, irgendjemand muss ihn stützen. Parker? Das HQ will, dass du abziehst. Aber ich kann immer noch kämpfen. Nicht sehr überzeugend. Also los jetzt. Wir können noch nicht abziehen. Da draußen sind Zivilisten. Irgendwas tun. Sie sind in der Überzahl. Wir müssen uns sammeln. Fokus. Oh, Munition. Oh, jetzt noch bitte wegkommen. Wie haben Sie das mit so wenigen Leuten geschafft? Wer hat sie bewaffnet? Ja, Digga, du musst mitkommen. Und die BOWs? Ja. Diese Terroristen müssen bestraft werden. Diese Bastarde. Junge, rast mal nicht so aus hier. Komm runter. Richtig tief durch. Nee, ich glaube, keine Marke kommt zurück. Kannst du nochmal reden? Wir müssen ja, dass du noch mal bist. Ja, meine Frau ist auch wieder dabei. Verdammt! Mehr davon! Es ist okay. Ich verschaffe euch Zeit. Geht ohne mich weiter. Du bist zu jung für den Heldentod. Leiste was, bevor du dich opferst. Parker ist keine 10 Jahre älter und er macht hier noch alten Mann. Wo ist der Jessica? Die rennt hinter mir rum hier und schießt so ganz knapp an mir vorbei, Oma. Ah, bitte. Aber auch cool so, man hat nur so 3 Kugeln im Lauf. Schmeiß mal. Hallo. Schmeiß das Magazin raus, lädt nach. Und verliert die Kugeln halt quasi nicht. Hier rein. Komm wieder hier. Entbindungsstation hier oder was? Komm wieder. Ab hier. Ich dachte, ich noch schnell mit ganzen Kindern in die Welt setzen, bevor die Welt untergeht. Nicht gut. Du verlierst Blut.
Es ist zu riskant, ihn zu bewegen. Er braucht erste Hilfe. Ja, zu riskant, ihn zu bewegen. Er ist ja durch den Gegenschleifen hier. Das macht's nicht besser, Leute. Hier sollten wir sicher sein. Genau. Ja, keine Verletzung. Die medizinische Abteilung ist im vierten Stock. Da ist Verbandszeug. Wir kommen zurück, Kadett. Warte hier. Alles wird gut. Okay, gehen wir, Parker. Sie hat eine dicke Waffe bei ihr. Und nicht nur so eine kleine Knifte. Aber auch cool. Man hat den Endgegner, also gefühlt den Endgegner besiegt. Aber macht jetzt nochmal so. Erlebt das quasi nochmal so die Story. Hier wieder was zu lesen für euch. Ich darf nicht vergessen, ich spiele ja auf einfach. Also auf schwer, ey. Da quält man sich richtig durch die Level, glaube ich, ey. Aber vielleicht mache ich es auch nochmal. Also wenn es euch gefällt oder ihr Interesse hättet, dass ich mich quasi nochmal auf schwer durchquäle. Ich will dir ja nicht reinreden, natürlich, weil ich also gerne, aber ich spiele gerne auf schwer spiele. Du meinst Raymond? Raymond. Burschen wie er brauchen Härte, um erwachsen zu werden. Na schön. Jungs und ihre kleinen Spielchen. Da ist er überhaupt nicht, oder? Ja. Also wie gesagt, wenn Interesse ist, genau dieser, wie dieser Raubzug-Modus, dieser Online, so Wellen überleben, glaube ich. Wenn Bedarf ist, kann ich alles gerne mal anprobieren, antesten, zeigen, wie auch immer. Oder vielleicht sogar, wenn einer von euch das Spiel hat und noch einen braucht zum Spielen. Schreibt mich an. Das nimmt kein Ende. Schreibt mich an bei YouTube. So. Bei YouTube einfach in die Kommentare oder persönliche Nachricht. Oder bei Steam, da heiße ich auch Tabana. Ganz einfach, ganz originell. Wo im vierten Stock muss ich? Achso, ja, hier. Und oben haben wir schon so 1000 Munitionsvorräte. Die hier. Ein Gegner hat er mir, oder? Nee? Oh Gott. Mach ich nicht schon mal? Dort sollten wir richtig sein. Sieht aus wie so dieses alte Selbstmordzeller, wenn man so bei Hyrule ist und den Wachen, oh, Wachen ausweichen muss. So. Das hier natürlich schön geht, weil die Wachen einfach reptilartige Mutanten sind. Ach komm, vielleicht auch. Also ich würde echt gerne mal sehen, wie einer aussieht, der so einen Hieb abbekommt. Boah, er war gut, ey. War fast schon. Und dieses Matschgeräusch, wenn man diesen mal so anschießt, so. Boah. Der hätte mich, glaube ich, gekillt. Ja, was habe ich noch? Was ist das denn? Na also, so aus wie so, genau wie so, was ich brauche. So Abschnürzeug, so. Das sollte erstmal reichen. Der Abschnürzeug. Weil wir wissen, Raymond hat nämlich einen SM-Fetisch. Und der regeneriert sich, wenn man ihn abschnürt. Der wird da richtig wild. Das stand von der Charakterbeschreibung, habe ich geskippt für euch, damit ihr es nicht ertragen lässt. Scheiße. Tim, mehr Hunter! Wer mich hört, kommt zurück! Ja, Probleme. Ich wollte gerade nachrecherchiert. Abbinden von Wunden. Ich wusste, der Anfänger würde nerven. Lass es nicht an ihm aus. Er ist nicht schuld. Was ist hier? Ich glaube, ja. Komm,
wirklich keine Zeit hier. Wir sind ja hier nicht bei Wünsche was. Wir müssen uns aber beeilen. Wir müssen ja wirklich. Ich bin umzingelt. Ich weiß nicht, ob. Hör zu, Kadett. Du wirst nicht sterben. Ich befehle dir zu überleben. Wir kommen. Sagte der, der erlauben kann und keinen Verband. Was machen die denn hier? Wir machen nicht weiter. Die machen hier einen Balztanz. Ich glaube, die wollen sich mit mir. Achso, die sind da rübergesprungen. Ja, also aus dem Bock springen erst so. Es kamen immer mehr. Ich bin okay. Aber sie. Ich bin okay, so viel okay. Du hast gut durchgehalten. Überlass das Kämpfen uns. Wir zeigen dir, wie es geht. Eigentlich, wie es geht. Ja, wie arrogant die alle sind hier, Junge. Der ist am Bluten wie ein Schwein. Ich will bestimmt sämtliche Organe. Ja, abschmieren, damit es richtig geht. Ich will die gar nicht verschwenden, ey. Ich über die, also. Sehr schön. Alles sicher. Jetzt kümmern wir uns um unseren Kadetten. Also hier herabwürdigen, so ein Kadetten. Bist du schwer verletzt? Okay, Kadett. Jetzt habe ich was gut. Ich verstehe. Du willst etwas erreichen. Also, als ob er ihn einfach in den Intimbereich packt. Du gefährdest damit deine ganze Einheit. Siehst du? Penis abschneiden, geht's ihm besser. Ist der Vampir oder was? Willkommen in der Realität. Ja, Sir. Ja, Penis abgeschnürt. Okay. Nee, doch nicht. Gleich geht's dir besser. An Oberschenkel rangebunden. Hier, zack. Direkt verheilt. Ich glaube, ich kann gehen. Ja, am besten noch joggen. Komm mit. Der Aufzug zum Kommandoraum ist gleich dort. Ach, wie jung er noch aussieht, ja. Obwohl, ich glaube, drei Jahre sind vergangen. Hier, das ist die ganze Zeit im Weg hier. Kannst du dich bewegen? Ich wehre alles ab, was kommt. Ja, schön, aber du killst nichts. Drei. Ey. Boah, Waymond, ey. Bist du geatmet im Ohr? Hält er die Hand so, als ob er eine Pistole in der Hand hätte? So aus, ja. Ja. Irgendwas stimmt nicht. Ja. Was ist? Denk doch mal nach. Die Ablieferung und Verteilung dieser BOWs. Das ist viel zu professionell. Und wie haben sie es verdammt nochmal geschafft, das FBC-Netzwerk zu umgehen? Das passt einfach nicht zusammen. Außer jemand hat das alles geplant. Nee, ist mal die Fresse verschmerzt. Kadett, das geht zu weit. Wir sollen das Problem hier nicht untersuchen, sondern es lösen. So, die Hautfarbe so. Und der Name schon. Aber alles, was ich sage, ergibt Sinn. Tut's weh. Hier, Family Guy. Voll lange Nase. So ist immer nicht gut. Man freut sich in dem einen Moment, ja, aber. In einem Moment, denkt man sich nur. Der Kommandoraum ist gleich da. Halt den Kadetten am Leben. Du bist verletzt, aber bitte halt durch. Bitte sei so nett und überlebe. Dankeschön. Ich glaube, es kommen nochmal zwei Monster vielleicht. Okay, der stellt sich vor mir, der beschützt dich. Ich will nur mal rumflattern hier. Ah, ich weiß nicht, wie viel hier noch kommt. Ich sammle lieber hier noch alles ein, ey. Hier war gar nicht. Hier war es. Entweder sind wir gleich da oder ich erschieße unseren Vampir-Kadett hier, ey. Dieses Gehechel im Ohr, ey. Da ist der Kopf nicht aus. Steht 3 Meter weg, aber es ist, als ob er dir so am Ohrläppchen hängt mit seiner Unterlippe. So, hier.
viel zu viel Munition. Voll schlechtes Gewissen. Ich geh einfach rein. Er hat es noch nicht geschafft. Gib ihm Deckung. Wir kümmern uns darum. Kadett, du suchst Schutz im Kommandoraum. Ja, Sir. Genau so, der hat nicht mehr die Beine hoch. Der ist eh unsterblich. Aber die gleichen mit. Raymond hat es wohl geschafft. Holzen an, wenn die selber so. Freiwasser an. Der Runde ist oder so. Eisenkraut? Eisenkraut, das ist ja nicht heimisch. Hallo? Es war wohl der letzte Hunter. Hoffentlich. Jetzt zum Kommandoraum. Ich weiß nicht, er sieht aus wie ein Spanier, Brasilianer so, aber hat irgendwie so einen russischen Akzent irgendwie. Hoffentlich. Jetzt ist er da tot. Verstehe. Und ich kann dich gut hören. Das sind ja ganz hervorragende Neuigkeiten. Pretty awesome. Es läuft einfach alles ganz nach. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Morgan, du wolltest, dass der Virus auf unserem Schiff ausbricht. Du hast uns ganz schön übers Ohr gehauen. Ich bin noch nicht fertig. Ihr erfüllt noch einen wichtigen Zweck. Mit dem Schiff haben wir eine kontrollierte Umgebung. Und die Daten über eure Mutation werden einer guten Sache dienen. Deine Dreistigkeit und dein egomanischer Ehrgeiz sind beeindruckend. Mich ekelt immer wieder an, was ihr Amerikaner euch ausdenkt. Ich nehme das mal als ein Kompliment. Wir wussten, dass du ein Risiko für uns darstellst. Also haben wir alle Interaktionen aufgezeichnet. Wird das öffentlich, dann war es das für dich. Du, was du nicht lassen kannst. Der Einsatz des Satelliten wurde genehmigt. Der neue Virus wird damit vollständig ausgerottet. Du Bastard! Es führt dich gleich dahin, wo Antwort geben wird dein Auge, wenn du den Grund siehst von der Lüfte Regen. Genauso nenne ich die Folge. Ich habe schon alles vergessen, außer Regen. Ach was. Wie hast du... Jessica ist entkommen. Was geht denn ab? Alle leben wieder. Wir waren so nah dran. Oh, die Musik. Es tut mir leid, Raymond. Küsst ihr euch gleich? Die ganze Zeit hattest du recht. Ja. Gott, dass jemand den Durchblick hatte. Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen, Parker. Nächstes Mal rette ich Sie. Und wir machen uns... zusammen aus dem Staub. Sie sind mein Mann, Kadett. Ich glaube, ich weiß, warum Parker überlebt hat. Der wurde bestimmt von ihm gebissen. Das ist auch ein Vampir geworden. Was denn? Raymond erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellten wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Vetro. Die Auflösung von PC. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Sir, hätten Sie uns denn nicht einweihen können? Das Risiko war zu groß. Nicht mit einem Spitzel, der in der BSAA sitzt. Es tut mir sehr leid. Die ganze Arbeit. Und die Zenobia und die Semiramis. Ja, ich weiß. Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Keith und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. Die Datenanalyse von ihnen. Das Ergebnis ist da.
Und? Was ist rausgekommen? Wir hatten ursprünglich vermutet, dass Veltro bei der Terra-Grigia-Panik zwei Schiffe benutzt hat. Aber es gab ein drittes. Die letzte Queen. Das waren tolle Offenbarungen. Nur verdammt. Es gibt anscheinend noch ein drittes Schiff, haben wir ja gehört vorhin. Das ist ein Gespräch mit dem völlig komischen Opa da. Leider nur A. Ach naja, was soll's. Aber Kapitel 11 geschafft. Millionen Tonnen an Informationen wieder bekommen hier. Und es geht anscheinend weiter auf der dritten König, also auf dem dritten Queen irgendwas Schiff. Vorhin hat er es gesagt, aber ich weiß leider nicht, wie es heißt. Aber das seht ihr leider erst in der nächsten Folge. Ich glaube, die geht schon 20 Minuten, die Folge über 20 Minuten. Weil ich dachte, jetzt kommt das Ende, aber es geht weiter noch. Voll krass. Ich freue mich sogar ein bisschen. Parker back in action mit seinem Vampirfreund. Alles klar, wir sehen uns zur nächsten Folge. In Kapitel 12, das letzte Kapitel. Mal sehen, wie lange uns das noch fesseln wird. Alles klar, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.